Mitten im Herzen von München entlang der Herzog-Wilhelm-Straße entsteht für kurze Zeit ein ganz besonderes Holzbauwerk. Von Studenten der TU München entworfen, zusammen mit Zimmerern aufgebaut, soll ein rotes Dach getragen von rohen Baumstämmen das Zentrum der 6. Architekturwoche in Bayern werden. Dieser Ort ist ein gutes Beispiel dafür, wie man in einer Metropole eine Verdichtung herbeiführt, ohne Qualitätsverlust, vielleicht sogar mit zunehmender Qualität für das Umfeld. Das rote Dach, das wir hier in der Straße aufbauen werden, wird ein Ort der Begegnung, der Kommunikation sein und wir zeigen, welche Freiräume in unserer Stadt zur Verfügung stehen, um Dichte, neue Dichte zu erzeugen, die Qualität für Qualität bürgen. Also die hohe Qualität dieses Entwurfs liegt eigentlich in der räumlichen Konzeption. Es gibt eine Reihung von Rundlingen, von Stützen und ein paar einfache Träger, die oben drüber gespannt sind und ein paar Platten oben drauf. Und es ist wunderbar, wenn man am Anfang dieses Raums steht und nach unten schaut und die Staffelung der Stützen sieht. Und es ist ein ganz einfaches, aber besonderes Raumerlebnis. Also ich freue mich sehr, dass dieses Projekt zustande gekommen ist, dass das irgendwie von ProHolz auch ins Leben gerufen wurde. Und dass es diesen Entwurf gibt von Studenten, der umsetzbar ist und der umgesetzt wird. Einfach weil es ein Katalysator sein wird für die Architekturwoche. Ein Merker in der Mitte dieser Architekturwoche, wo viele fachliche Veranstaltungen stattfinden werden. Und das ist so das Zentrum. Und das ist eben markant in der Stadt sichtbar. Und es war uns sehr wichtig. Dicht sehen lautet das Motto der Architekturwoche und soll zum kreativen Auseinandersetzen mit dem Thema der Nachverdichtung anregen. Also dicht sehen bedeutet für mich, dass Plätze und Freiräume immer genutzt werden. Einerseits durch die Großzügigkeit ihrer Plätze und andererseits, dass man diese Plätze dann auch nutzen kann, um sie eben zu verdichten, um etwas Neues zu schaffen, etwas, was dann erst verdichtet wird und dann in diesem Fall dann auch mal wieder freigelassen wird und der freie Platz dann wieder wirkt. Ja. Die meisten Anwohner reagieren äußerst positiv auf die Aktivitäten vor ihrer Haustür. Ja, es ist sehr abwechslungsreich. Es entsteht etwas direkt vor unserer Haustür. Wir sehen das jeden Tag, wie es wächst, ein Holzgebäude, und bin schon ganz gespannt, wie das am Schluss ausschaut. Ist das erste Mal, ich wohne jetzt seit 20 Jahren hier, dass ich erlebe, dass hier eigentlich eine Idee umgesetzt wird. Also finde ich jetzt gut. Lass mich jetzt mal überraschen, was da die nächsten Wochen auf mich zukommt.